Und damit willkommen zu einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute mit dem Namen GeoGuessr. Kurz erklärt ist es ein Spiel, das auf Google Maps basiert. Das bedeutet, wir werden irgendwo in die Welt hineingesetzt und müssen dann Hinweise sammeln, um zu erraten, wo wir uns befinden. Das Ganze geht über 5 Runden. Und ich würde sagen, wir legen dann einfach mal los, ne? Oh. Was ist denn das hier? Oh! Was ist das? Sind wir hier in einem durchsichtigen kleinen Tunnel oder was? Sehr interessant. Die Flaggen geben. Also das sind ja keine richtigen Flaggen, aber das gibt ja schon mal ungefähres Gefühl, ne? Ja, und auch das hier gibt ein Gefühl. Also Hinweise habe ich schon mal genug, wo ich bin. Denke mal, muss ich gar nicht jetzt lange weitersuchen hier. Ich hätte jetzt zwar unbegrenzt Zeit, aber man wird ja mit Hinweisen quasi gerade zugeworfen, wo man ist. Und da hinten ist es normal. Also, das kann nur Mexiko sein, oder das kann nur Mexiko sein. Das ist die Sprache, das sind die bunten Fähnchen, das kann nur Mexiko sein. Und Mexiko ist hier. So, dann wird sie mal hier irgendwo hin, ne? Ja, aber mal sowas von gut, nur 151 Kilometer Entfernung, sehr, sehr toll. Das war natürlich noch einfach, aber es wird sicherlich noch schwieriger werden. Vielleicht mit dieser Runde hier. Okay, hier haben wir jetzt natürlich noch keine Hinweise, die einem ins Gesicht springen. Wandern wir also mal ein bisschen umher. Na, wer bist du denn? Wir kommen ja gerade immer näher. Hi! Ein kleines Kind läuft hier gerade vorbei. Okay. Wo bist du denn jetzt? Ja, nein, du bist. Okay, aber wir sollten uns hier aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich Hinweise zu sammeln, wo ich bin. Die eindeutigsten Dinge sind natürlich immer, wenn man irgendwelche Wörter lesen kann oder noch eindeutiger Flaggen, wie wir es gerade eben hatten. Bisher kann ich hier nichts Gutes erkennen, aber da scheint mir ein erstes. Nee, das ist kein Schild, das ist bloß ein Zaun, der von der Seite aussah, als ob der Text. Aber was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Aha, 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 aber das ist jetzt noch nicht so viel, dass man daraus irgendeinen sinnvollen Text oder irgendwas ableiten kann. Nee, da suche ich mal noch weiter. Da ich unbegrenzt Zeit habe. Denn im Challenge-Mode gibt es einen begrenzten Zeitraum, wie lange man dann suchen darf. Aber ich habe den ja nicht. Könnte ich theoretisch auch jetzt bis ich wie lange rumsuchen. Und ja, schauen wir mal. Also ich werde auch schneiden, falls es zu lange dauern sollte, bis ich mir irgendeine Idee rausgepickt habe. Was ist denn das? MTM? Besichtigen wir mal diesen MTM. Ne, wir können nur jetzt hier irgendwo abbiegen, das scheint mir so. Okay, dann gehe ich mal meinem Gefühl nach und setze es irgendwo in Russland. Es war Russland, aber was für eine Ecke. Also man hat ja kurzzeitig in dem Text gesehen, der aus nicht vielen Zeichen bestand und das sah mir sehr nach Russisch aus. Aber Russland ist ziemlich groß und deswegen war klar, dass ich da nicht genau auf dem Fleck sein kann. Okay. Wo sind wir jetzt? Was haben wir hier denn Schönes? Ist das irgendein Hinweis? Ja, selbst wenn da was draufstehen sollte, ist es viel zu klein zum Entziffern. Okay. Welche Richtung möchte ich denn nicht? Geh mal in die Richtung hier. Gehen wir mal runter hier. Gebt mir Hinweise, Leute. Ups. So langsam entfaltet sich der Ort vor uns. Was haben wir hier? Wie haben wir? End. Was haben wir da? Wo haben wir es denn jetzt? Oh, guck mal hier, der Schatten des Google-Autos. Romney, aha. Also hier wird für Herrn Romney geworben, oder was? Das sollte eigentlich schon mal ziemlich nah festlegen, dass wir uns in Amerika befinden, in den USA. Und ja, dann werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so lange mehr hier suchen müssen, bis ich sage, ich setze meinen Punkt irgendwo hin. Ne, viel gibt es hier auch nicht zu sehen gerade, muss man sagen. Von daher, warum nicht einfach jetzt irgendwo in die United States hinsetzen?
Hier bei Mama war hier irgendwo hier. Gut, das war gar nicht mal so schlecht, ja. Also wir waren zumindest wichtig natürlich mit den USA. Aber es war Wisconsin. Okay. Runde 4 von 5. Was haben wir da denn? Hilft mir das weiter hier? Komm ich da hin? Ah. Okay, was ist das denn? Das schon wieder? Nee, das ist mir noch zu gewagt. Das ist mir noch viel zu gewagt. Hätte ich gerne noch ein paar eindeutigere Sachen, bis ich da irgendwas äußere. Aha, guck mal einer an. Nee, wow, jetzt haben wir gerade einen kleinen Grafikglitch hier von Google Auto hier, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Was könnte das denn sein? Das sind ja so sehr geschwungene Wörter. Das ist thailändisch, indisch, irgendwie sowas sicherlich. Da bin ich aber echt ungebildet, was jetzt genau das sein könnte. Also thailändisch, indisch, irgendwas in dieser Richtung natürlich. Aber es ist schon ziemlich bunt hier. Guckt euch mal diesen bunten Laster an. Ja. Also, da könnte ich jetzt echt in eine Falle tappen. Es hat für mich so einen kleinen Thailand-Vibe, auf jeden Fall, ja. Versuch's, glaube ich, mit Thailand. Gehen wir mal zu Thailand. Oh mein Gott! 42 Kilometer Abstand, das war sehr super von mir. Also das fand ich jetzt toll. Klasse. Und die letzte Runde. Wo sind wir jetzt? Eieiei, das sieht mir wieder mitten im Nirgendwo aus. Na, Halleluja. Mal gucken, was haben wir denn da? Na, kann man es noch ein bisschen besser einfangen? Nee. Obligatulo. Okay, also das. Naja, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also das. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein random Schatten? Oder ist das einfach, ist das ein Fleck auf dem Boden? Keine Ahnung. Schauen wir mal weiter, bis wir noch ein paar Schilder oder ähnliches finden, was die Suche eingrenzt. Was war das denn hier zum Beispiel? Das war jetzt auch nicht so wild, ne? Das war jetzt nur irgendwie. Kleine Zahlen da. Na, also von der Umgebung her kann man vielleicht. Kann man hier noch weiter oder nicht? Noch ein bisschen weiter kann ich natürlich noch. Irgendwie ging es gerade kurzzeitig nicht weiter, aber. Wir fahren die Straße ins Nichts mal weiter. Bis wir vielleicht mal eine nähere Eingrenzung haben. Weil irgendwie. Kommt hier nichts. Also es kommt gar nichts. Gar nichts kommt hier, wirklich nichts. So, jetzt doch, da könnte. Oh, ein Gutschütter. Also, ich habe eine Vermutung, wo wir sind. Das ist schon mal. Aber ich möchte es eigentlich noch festigen. Ich möchte es wirklich eigentlich noch festigen. Ich will jetzt nicht blindlings in eine Falle laufen. Man kann sich hier schnell mal vertun. Ja, Kilometerangabe, ne? Also ein Schild möchte ich auf jeden Fall noch bekommen mit Namen. Da kommt auch was. Ein Auto, aber hier. Aha. Aha, das ist genau das, was ich wollte. Das ist genau, was ich wollte. Also das klingt für mich wirklich wieder so nach Mexiko oder Brasilien. Und was könnte das sein von. Mal rumgucken hier, kommt wirklich ein schön. Das ist nur so ein. Puh, muss mich gleich entscheiden. Okay, eins noch und dann sage ich's. Was kommt denn da noch? Na gut, legen wir uns fest. Das hilft ja nichts. Ich sag Brasilien irgendwie. Und es war Mexiko. Ich habe gesagt, entweder Mexiko oder Brasilien. Ich habe es gesagt, ne? Aber ich habe mich leider fürs Falsche entschieden. Kann man nichts machen. Dennoch, wenn man mal schaut. Es ist nicht einfach, das Spiel, definitiv nicht. Also ich war natürlich jetzt weitestgehend immer bei den richtigen Orten soweit. Also bei den richtigen Ländern. Aber
ganz genau dann zu treffen, das ist schon ziemlich, ziemlich schwierig. Ich denke trotzdem, das war ein ganz solides Ergebnis. Es könnte schlimmer sein, wesentlich schlimmer. Und von daher, schaut unbedingt mal selber rein, das Spiel, spielt es selber. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!